gehen runter. Passiert nichts. Hier ist Crasherkennung. Hab's zwar noch nie getestet, aber es soll funktionieren angeblich. Oh ja, da liegt was, schau. Siehst du? Bewegt sich. Was ist es? Da ziehen wir schön. Das ist ein Chip, oder? Aber schon groß genug. Oh, da kommt jetzt noch eins. Die sind schon erwachsen. Also halt so, dass er groß genug sind. Ja, ja. Ja. Wahnsinn, ne? Das heißt, du musst deinen. Die gehen immer wieder auf die Stelle, ne? Aber die kriegen wir nicht, keine Chance. Du musst deinen Servomat saugen. Da musst du extrem vorsichtig vorne. Da schau, ich zeig das. Genau so. Genau in der Mitte. Rein, ne? Genau in der Mitte vom großen Feld. Genau in der Mitte vom großen Feld. Da rein. Es wird nie langweilig. Kannst du mal sprechen, bitte? Ja, hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Ich perfekt, ich fliege so ein bisschen weg. Ja, dann passt doch optimal. Wenn ich jetzt ganz laut Stopp schreie, dann muss er stoppen, ne? Noch bleiben sie liegen, die Kippe. Alle bis jetzt bleiben sie nur liegen, also Wahnsinn. Ich glaube, der wird sie erwischen, wenn wir nichts gemacht hätten. Das glaube ich allerdings auch. Also noch eine Spur außenrum, dann müsst ihr aufhören, weil damit es hängt. Das ist echt schwierig. Also hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Entweder die Renner oder ich kann es auch raustragen. Besser wäre, die laufen geradeaus hier Richtung Mühle hinter die Apfelbäume, weil da wird nicht gemäht. Ja, aber das Problem ist, wir wissen nicht, ob sie dann in einen anderen Stall drüben rennen. Ich würde jetzt erst einmal da abbrechen dann, drüben mähen und dann treiben wir sie raus. Alles klar. Das waren sie mehr. Hallo, wir kommen gerade, schau mal. Ja, die sind jetzt ganz am Feld dran, die sind gewandert. Die Mutter ist, glaube ich, sogar dabei. So. Die hat sich von hinten angeschlossen. Ja, aber dann, wenn er fertig ist, wir kommen dann jetzt von da, dann müssten die Kleinen noch mit der Mama in die Richtung laufen, ja, oder? Also die Mama sind da, sind zwei sogar. Die Kitze sind bei der Mama. Ja. Die laufen mit raus. Die laufen gerade raus. Links. Da. Da müssen wir es halt gleich sehen. Oh, zwei wunderschöne Kitze. Ich glaube, die bleiben liegen. Lauf mal hin zur Drohne. Mit zwei Körbe. Zwei Zwillinge direkt nebeneinander. Okay, wir kommen. Also, wenn die gut sicher ist.
So, langsam, noch 5 Meter. Eins ist weggelaufen. Eins ist noch da, weiterlaufen. Liegt noch da. Ja, eins liegt noch da. Weiter. Jetzt läuft's weg. Okay, wir haben alles genug. Dann dreht euch wieder zum Quad, das andere Feld. Also, da habe ich was. Ich gehe runter. Ja, ist ein Kitz direkt unter der Drohne. Könnt ihr da hinlaufen? Ja, wir sind unterwegs. Ja, schaut gut aus. So weiterlaufen diese Spur entlang. Oder diesen Zaun, was das ist. Ja, eigentlich ein Zaun. Ah, das ist aber auf der anderen Seite vom Zaun. Rechts von dir. So, so, stopp. Jetzt nach rechts drehen und 3 Meter. Stopp. Jetzt nach rechts drehen beide. Stopp und 1 Meter vor euch. Ist es akut? Eines und läuft doch nicht weg. Ja, okay. Das ist noch ein Junges, ne? Wahnsinn. Alles klar, dann fliege ich weiter. Ja. Wirst du dann in der Kiste lassen? Wenn er gleich mäht, würde ich ihn in der Kiste lassen, ja. Also ich würde die Kiste drüber stülpen, wenn ihr einen Stein habt, dann draufstellen oder einer bewacht so lang. Ja, perfekt. Ich fliege das Feld jetzt nochmal sicherheitshalber komplett durch und dann soll er loslegen.